So, was hatten wir denn hier vor? Wir haben 20.000. Das ist gut. Was brauchen wir dafür? Hier, das da, aber ich baue gerade. Noch drei Runden, dann können wir königliche Kasernen bauen. Das ist natürlich heftig. Okay, dann befreien wir die mal. Dann haben wir ein Imperium. Das ist schon mal super. Hier weg, weg, weg. Alles weg. Hier brauchen wir gar nichts. Okay. Also, Marsilia ist relativ klein, ne? Also, hier Rom. Also, Rom war ziemlich groß. Rom hatte das hier, das hier. Ich glaube, Marsilia hatte nur noch eins hier oben. Beziehungsweise, die hatten... Wieso die hier oben sind, weiß ich auch nicht. Aber egal. Okay. Schutzbündnis mit Pergamon. Militärisches Bündnis mit Knossos und Athen. Militärisches Bündnis. Dass Athen immer noch nicht weitergekommen ist, wundert mich. Weil mit denen hatte ich von Anfang an ein Bündnis und normalerweise explodieren die dann total. Ja, Galatien muss ich halt dann schauen, wie ich mit oder was ich mit denen mache. Okay. Das können wir auch automatisch machen. Das war das, was ich letzte Runde verloren habe, wo du schon, als du schon weg warst, Drake. Das war ein bisschen kacke, was da gelaufen ist, aber das war halt unlucky. Aber alles in Ordnung. So, Athen macht sich jetzt auch mal auf den Weg. Wohin, weiß ich nicht. Dann switchen wir hier mal durch. Ach, das war schon. Gut. Wir können noch in einer Provinz. Das ist natürlich super. Warte mal. Wie sieht es denn gerade politisch aus? Risiko 15. Minus 18 haben die Loyalität sichern. Erstmal das. Und zweitens schaue ich mal. Okay, Makedonien ist von der anderen Partei. Deswegen mache ich hier mal Parteiloyalität erhöht. Ah, so. Ah, uiuiui. Au. Ich habe hier Schmerzen. Gut. Also. Astro. Gut. Ja, natürlich auf Seiten der Verbündeten. Mission erfolgreich. Schatzkammer plus 11.000. Beherrsche 25 Siedlungen. Habe ich jetzt schon. Alter. Ziele erteilt. Attentatsplan. Ihr behauptet eure behauptet eure Stärke. Und alle sind begeistert. Ja, ich bin auch begeistert. Ich habe überlebt. Hier Landwirtschaft mache ich hier nicht, sondern hellenistisch. 3, 2, 3, 2, 4. Hier mache ich mal Getreidegrube wegen der Heilung. Mein Kopf ist schon so lala, so quacke die quack quack und so. Ich habe heute auch den halben Tag schon Let's Plays aufgenommen. Alter. Das ist ein bisschen hab auch das Gefühl, dass die Kampagne auf leicht einfacher ist. Ja klar, ist sie auf leicht einfacher. Ja.
Also je schwerer du es einstellst, desto öfters kommen politische Ereignisse, kommen Feinde und so weiter. Also das. Weil hier ist es echt easy. Also ich hatte, ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr, welches Game das war. Aber da war es auch so, dass, keine Ahnung, fast jede Runde kam ein politisches Ereignis. Und ich war bei der Technologie schon. Warte mal, das ist hier, glaube ich. Nee, das ist. Nein. Doch, das war hier schon richtig, oder? Genau, hier minus 30% politischer Aktionskosten. Nee, warte. Hier minus 15% Auftreten politischer Vorkommnisse. Das hatte ich schon. Also, ich hatte die ganzen Dinger schon. Und die Korruption war hier auch schon weniger, aber das war echt krass, was ich da durchstehen musste. Es war einfach abnormal. So. Ach übrigens, ich habe so von wegen Let's Play. Ich habe Ghost Recon Wildlands jetzt fertig gespielt. Und es macht schon echt Spaß, das Spiel, aber es ist halt auch richtig anstrengend. Okay, warte, 1, 2, 1, 2. Also anstrengend jetzt in positiven Sinn, also jetzt nicht so, das macht gar keinen Spaß, sondern wenn man halt erwischt wird, dann gibt's halt sehr viel Geballer, ne? So. Ich habe übrigens immer noch nicht die Tierliebhaber, also Tierliebhaber, also die andere Tierliebhaber Challenge angefangen, mit Seleukiden nur Kavallerie zu machen. Aber das kommt auch dann bald. So, genauso wie Ägypten kommt auch bald. Wie gesagt, da werde ich ja wieder ein bisschen auf die historischen Hintergründe mehr eingehen. Genauso wie bei Rom oder Sparta. Wie groß ist denn gerade? Und die haben eine 12er? Okay, 5 Legionäre, Vigiles, Plebeji. Komm, wir holen uns Rom. Aber er ist nicht so ohne. Gut, hier ist jetzt minus 21, ist natürlich ein bisschen heavy. Hier mache ich auch das hier. Du hast was bekommen. Nice. Anheuerungskosten für Dinger, das brauche ich nicht. Das ist gut. Warte, was macht denn der da unten? Achso, der geht scouten. Haha. Okay, der scoutet auch. So, gegen Galatien zu kämpfen wird richtig, richtig heftig. Das wird heftig. Hier muss ich leider noch ein, zwei Runden bleiben, damit es hier safe ist. Wer ist hier noch? Duse da. Endliche Ordnung. Super. Ja, bis gleich. Mach's gut. Einen guten Hunger. Ach, easy. Wieso greifen die da an, wenn es schon automatisch heißt, so ja, kein Problem. So. Genau, später muss ich dann
Genau, aber kommen wir später wirklich, weil ich habe noch ein bisschen was zu bequatschen mit euch. Genau. Okonomika. Denker haben oft versucht, die Verwaltung des Staates und des Selbst zu organisieren. Wie zum Beispiel in den Werken Xenophon und Aristoteles. Aber was haltet ihr für wichtig? Landwirtschaft, Gemeinde, Regierung, Sklaverei, Bildung, Fortschritt. Tja. Tja. Also das ist eine gute Frage, weil Sparta hat ja Sklaverei bis zum Äußersten gebracht. Aber sie waren halt natürlich auch also Gemeinschaft und Regierung war bei denen auch total wichtig, genauso wie Bildung und Fortschritt. Weil die Spartaner haben ja überhaupt nichts gemacht, die haben ja also ihr Beruf, in Anführungsstrichen, weil sie wurden dafür nicht bezahlt, aber ihr Hauptding war ja Krieger. Weil so Kunst und was weiß ich mussten die ja nicht tun, weil sie hatten ja Sklaven. Und sie haben halt sehr viel getanzt und faulenzt und trainiert und alles Mögliche. Ja, aber hier ist es natürlich auch alles ein bisschen anders. Deswegen mache ich Bildung und Fortschritt, damit wir schneller damit wir schneller forschen. Ja, das ist immer noch nicht so gut. Okay, aber wir haben jetzt 8 Leitern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir werden diese Siegblock einnehmen. Na, das werden wir wohl. Gut. So, da, wieso hat er zweimal Tempel reingemacht? Ich kann jetzt, ich kann jetzt eine königliche Kaserne bauen. Ist zwar schön teuer, aber das ist egal. Und das dauert ewig, die zu bauen. Okay, hier mache ich ja, hier öffentliche Ordnung. Und öffentliche Ordnung. Wenn du rausgehst, ist es auf minus 7. Aber das ist in Ordnung. Ups. So, du kommst mal und hilfst bei der Rom-Eroberung. Hey, ich habe gerade gesagt, du sollst es machen. Ja, danke. Da mache ich nichts, da mache ich nichts. Da mache ich was. Nee, da mache ich nichts. Ein Peller. Nee, ein Peller nicht. Warte mal. Muss noch mal schauen. Genau, in Thrakia kann ich das machen. In Pella nicht, weil das gehört, also wenn es zum Bürgerkrieg kommt, dann gehört das hier dem Feind. Aber hier Hopliten werden gepusht. So, da bin ich mal gespannt. Ich habe langsam auch Hunger. Keine Schokolade mehr. Wir kommen zurück. Anhalten. Ist jetzt auch wirklich auf Jagd, ne? Wie, du hast keine Schokolade bei dir? Ja, sowas kommt natürlich auch vor, ne? Agent behindert.
Aber er kann trotzdem was machen, egal ob er behindert ist oder nicht. So, das war natürlich wieder super lustig. Warte, ich gehe einfach hier rüber. Fraktion angetroffen, Lugia, Schleiß und zufriedene Bevölkerung, bla bla bla. Okay. Du schaust mal, was bei Neapolis drin ist. Und hier mache ich nochmal das da. Oh, wer bist du denn? Syrakus? Wüstennomadisch. Die könnte ich dann auch bald erobern. Minus 1. Ja, nächste Runde ist es schon besser. Dann hole ich mir Neapolis und führe in Rom alle drei Armeen zusammen. Gar nicht übertrieben oder so. Aber es ist lustig. Wenn man es kann, kann man es. Und ich habe ja jetzt schon wieder kein Geld, weil ich die ganze Zeit Updates mache. Oh, der kommt raus. Das ist natürlich gut. Das ist natürlich sehr freundlich von ihm. Sehr, sehr, sehr freundlich. Wunderbar. Und vor allen Dingen, wir stehen auf dem Hügel. Also das ist überraschend gut für uns. Wo ist denn Rom? Wo ist denn die Stadt? Normalerweise müsste die da ganz hinten sein. Aber haben sie nicht aufgezeigt. Schade. Schade. So. Warte mal, 4 habe ich hier, 4 habe ich da. Und 2 hier. Nähert sich feindliche Unterstützung. Wie ihr befehlt. Schnelles Marschieren. Schnell vorrücken. So. Sehr gut. Da können wir vorspulen. Wenn er jetzt so angreift, hat er halt, also ich würde sogar so weit gehen, dass ich glaube, dass von den Pikinieren im Nahkampf kaum einer stirbt. Also bei denen natürlich schon, weil die haben Speere. Je nachdem, aber ja, so. Latsch. Pila. Ich muss da schauen, dass ich die so schnell wie möglich wegbekomme, weil die haben Speere und die machen halt sehr viel Schaden. Mach mal die Klappe jetzt hier zu. Verstand,
Wobei, das habe ich ein bisschen zu früh gemacht. Jetzt weiß er ja, was ich vorhab. Wobei, so überraschend ist das jetzt eigentlich nicht. Oder sollte es für ihn nicht sein? So, das war's, ne? Warte, damit du mal was gemacht hast. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Nein, das ist der General hier. Der hat überlebt. Mann. Der will dann. Der will. Nee, okay. Der will nicht angreifen. Dann geht der Farm für dich im. Nicht. Okay. Gut. Komisch. Deswegen hat er auch nur 17 getötet, der Kleine. Ja, sieh. Hey. Aber ziemlich easy, also. Aber der musste jetzt auch rauskommen, weil ich ihn, glaube ich, schon 4 oder 5 Runden lang ist doch egal. 4 oder 5 Runden lang belagert habe. Und dann wäre er wahrscheinlich sonst gestorben. Also, ja, verhungert. So, ja, cool. Und was machst du jetzt? Es nervt immer so, wenn er dann nicht zeigt, was noch passiert. Uiuiui. So. Eure Feinde werden beim Gedanken an eure Macht erzittern. Jo. Kannst du machen. Dann erkläre ich denen halt auch den Krieg. Hab ja nichts zu tun. So, ein ehrenhafter Tod. Ich erober jetzt Rom natürlich. Rom erobert, yay. Uhu. Ein ziemlich langes Video. Gut, Rebellionen bevorstehen, das ist natürlich nicht ganz so gut. Nicht ganz so gut. So. Warte mal, nee. Hier. Risiko 39. Warte mal, ich. Dann muss ich hier sehr schnell sein.
Ich muss mit dem jetzt, also ich hoffe, der wird noch eine Runde aushalten. Weil ich muss hier die 5 Einheiten austauschen. Also eine Runde noch. Come on. Das schaffst du. So. Okay, der hat es einfach nochmal zurückerobert. Dann erobere ich es halt wieder zurück. Zurück. Da soll ich hier. Ja, doch. Ja. Sie sollen vor uns niederkauern wie eingesperrte Hunde. Ja, halt eine. Ja, eine gar nicht so schlechte Armee daneben hat, aber. Ja. Ich habe halt eine bisschen bessere. So, hier wollte ich doch. Was wollte ich hier machen? Ich glaube, das da. So. Gut. Dann habe ich eh kaum noch. Noch Money. Es ging jetzt ja ziemlich schnell weg. Dann kommen wir Einheiten mit Speeren. Barbarisch. Unterhaltskosten weniger. Ich mache die Verteidiger. Weil, wie gesagt, ich habe ja keine. Ich habe ja keine Kavallerie, deswegen muss ich schauen, dass wir ein bisschen. Ja, auch wenn die Schlacht ist gut. Dass wir ein bisschen Schutz von der Seite bekommen. So. Gut, dann wollen wir mal hoffen, dass es keinen Aufstand gibt. Warte mal. So. Ich habe mit den weisen Frauen gesprochen und sie alle reden von einem Abkommen. Ja. Ich sprach mit ehrlich. Naja, Abkommen, ja. So, scheiße. So, es ist nur eine Rebellion. Ach so. Schock mich. Also, Rebellion ist sowas von total egal. Es ist sowas von lustig egal. So kann. Ach so. Hier sind die Rebellen. Okay. Okay, politisch. Okay. Gut, also ein Händler aus dem fernen Süden versucht, Weihrauch und Gewürze mit eurem Volk zu handeln. Monopolisieren, es den Göttern geben, ihn handeln. Ich geb's den Göttern. Aus Gründen der Nachhaltigkeit. So. Hier befördere dich mal und gib dir eine Frau. So, was hast du für eine Frau bekommen? Religiöse Ehefrau. Das ist doch gar nicht so schlimm, oder? Ja, das ist sogar sehr gut. Ich bin bei den Spartanern bin ich immer so ein bisschen paranoid, dass da irgendwas passiert, was richtig schlimm ist.
Gut, gut, gut. So, wir haben kein Geld mehr. Das ist mal was Neues. Wie immer, wenn ihr eine Festung habt, nicht rausgehen auf die. Das macht überhaupt keinen Sinn. Na, dann bleibe ich mal da. Und das war's schon wieder. Der könnte jetzt rausgehen, aber das mache ich jetzt nicht.